Das Auto öffnen und starten, ohne den Schlüssel in die Hand zu nehmen, das ist Keyless Go. Fahrzeug und Schlüssel kommunizieren dabei per Funk. Wenn der Schlüssel in der Nähe des Autos ist, erkennen sich beide und der Wagen lässt sich öffnen und starten. Die Diebe kommen meistens in der Nacht, sind zu zweit. Und mehr als zwei kleine Elektrogeräte brauchen sie nicht zum Autoklau. Der eine Täter nimmt mit einer Antenne das Signal des Schlüssels auf, sendet es zu seinem Komplizen. Der kann das Auto jetzt öffnen und verschwinden. Was die Täter zum Diebstahl brauchen, ist ein sogenannter Funkstreckenverlängerer. Der ist spezialisiert auf die Funkfrequenzen bestimmter Hersteller. Im Fall des seit heute vor dem Landgericht Lübeck Angeklagten war es Mercedes-Benz. Der Wert der 14 gestohlenen Fahrzeuge zwischen 35.000 und 150.000 Euro. Geklaut haben soll der Angeklagte sie in Hamburg und im Hamburger Speckgürtel. Es ist davon auszugehen, dass der Angeklagte bei der Ausführung der Taten eine weitere Person zur Seite hatte. Und des Weiteren dürfte auch davon auszugehen sein, dass die Absatzstrukturen durchaus organisiert waren. Aber zur konkreten Identifizierung weiterer Beteiligter konnte es, abgesehen von den Kurieren einzelner Fahrten, nicht kommen. Die Kuriere haben die Fahrzeuge Richtung Polen gebracht, wo sie weiterverkauft werden sollten. Immerhin 8 der 14 gestohlenen Wagen konnten teilweise noch in Deutschland, manche in Polen sichergestellt werden. Die Anklage lautet auf schweren bandenmäßigen Diebstahl. Zu den Tatvorwürfen wollte der Angeklagte heute nichts sagen. Zwei weitere Verhandlungstage sind für den Prozess angesetzt. Ein Urteil könnte es frühestens Ende Mai geben.